Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem wassertreibenden Let's Play Part von Mega Man Battle Network. Der gute, wenn ich mich recht erinnere, Chout, der uns auch noch nicht namentlich bekannt ist, aber ich erinnere mich teilweise irgendwie, war das sowas, steht da vorne und ist ein offizieller Net-Battler. Und ja, wir sollen uns nicht einmischen, wir sind hier, wir haben uns erschlichen, eine ID-Card von unserem Väterchen Frost. Wo ist er? Da. Und ja, schauen wir mal gemeinsam, was hier so los ist und ob da die WWW dahinter stecken. Was ist das? Wer bist du? Ich bin beschäftigt. Lass mich allein. Okay. Ich dachte, es geht hier weiter. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Denn ich bin Team Lan. So schnell wie das Licht. Hast du noch was zu sagen? Hast du Infos? Soll ich mal mit alle reden? Was ich starrend auf dem Bildschirm, als ob die hypnotisiert werden. Komm, rede mit mir. Das ist der Pumpenraum. Wir hatten sowas noch nie in unserem Leben. Tja, wie sagt man so schön? Es gibt immer ein erstes Mal. Das Wasser wird bald repariert. Schaut aber nicht so aus. Soll ich jetzt einfach gehen? Kann sie nicht sein, oder? Ich muss doch irgendwas hier tun können. Komm schon, rede mit uns vernünftig. Nein, kann er nicht. Gut. Ich will auch ein offizieller Net-Battler sein, ja? Okay. Gib mir auch die Chance. Wie werde ich das? Erpressung? Geldfälscherei? Wisst ihr was, ich gehe noch einmal, bevor ich hier jetzt wirklich rausgehe, noch mal da rein. Rede mal mit der anwesenden Bukremchen hier. Und dann schauen wir weiter. Dann verlasse ich mal die Bruchbude hier. So, wo war denn einer? Da oben. Ah, Fischlein, deck dich. Kommt in eine Reihe. Ja, das ist gut so. Feier! Heute schon Stockfisch gegessen? Oh! Da kam ich leider ins Fadenkreuz! Du Ratte! Muss vor den erledigen, sonst... Ui, der ist genau reingerannt, das ist schön! Oh, der rote Fisch again! So, da haben wir ein Programm. So, vielleicht sollte ich das andere auch noch ansprechen. Das war hier. Wasser ist eine wichtige Ressource. Verschwende sie nicht. Genau, Leute. Oh. Wir haben dreimal die Möglichkeit, alles zu blenden. Here we go, Sand. Here we go, Sand. Autsch. Okay. Dann erledige ich dich so. Bist du behindert? Oh, wir können Stone Man mal testen. Den testen wir doch liebend gern. Ist das zufallsbedingt? Ja, ist zufallsbedingt. Aber er haut dreimal Steinchen und also treffen sollte man theoretisch jeden damit. Jetzt ist die Frage, ob er dreifachen Damage kriegt, wenn die Steine dreimal drauf landen. Das wird was epic, weil allein der Damage der Karte ist schon enorm. Huhu. Naja. Schauen wir mal. Ja, da war nix. Da war jetzt gar nix. Hier kann ich auch nicht rein. All the stuff is allowed. Na, dann fahren wir rauf. Findest du nicht auch, dass irgendetwas seltsam war? Was? Ich meine... Warum will der Net-Battler hierher kommen, um Viren zu bekämpfen? Also um Bugs zu beseitigen? Und
Es ist nicht nur Wasser, was hier vermisst wird. Es wird anscheinend nicht einfach sein, das zu reparieren. Ich denke genauso, leider. Komm, verstecken wir uns und checken das Netz, sobald jeder verschwunden ist. Okay, gute Idee. Nun, einen Platz zu finden, wo wir uns verstecken können. Bei Daddy wieder? Also irgendwie ist das Zentralphänomen Daddys Büro. Wollen wir uns wirklich reinschleichen in Daddys Büro? Ernsthaft? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Eingangshalle, oder? Sollte eigentlich das da der richtige... Nein, das ist nicht der richtige Aufzug. Ich muss ja nach Skylab. Skylab. Skyfall. Ich werde mit euch wieder in Daddys Büro. Aber wo? In der Manteltasche? Ach, geht automatisch. Nun, keiner ist hier, oder? Und Dad ist... Ja. Okay. Verstecken wir uns hier für eine Weile. Okay. Ja, rennt einfach auf und ab. Tolles Verstecklein. Ich bin bei dir. Bitte. Semmeln sind fertig. Oder Brötchen. Okay, es ist 12. Heute ist Samstag. Jeder sollte jetzt gerade am Gehen sein. Okay, let's go. Okay, die Melodie ist ein bisschen creepy gerade. Irgendwie komisch. Jetzt werden wir gleich sehen, wer noch übrig ist. Auf zu den Waterworks. Weil da wird sicher einer übrig bleiben und das ist der Böse. Oh. Ha! Jetzt können wir auch hier reinchecken. Check in, Mega Man, execute. Nee, da stand vorher noch ein Mitarbeiter im Weg. Hey! Was? Wer bist denn du? Was denkst du, was du hier tust? Ich bin verschwunden. Achso, ich hab mich verirrt. Ich verstehe. Du solltest eigentlich nicht hier drinnen sein. So, geh nach Hause, verstehst du? Ja. Gut. Nun geh nach Hause, wie ein kleiner, guter Junge. Nun, gehen wir nach Hause? Verarschst du mich? Let's do it. Check in, Mega Man. Execute. Wer war die Tante? Oh. Das ist sogar der Watercooler, also der Wasserkühler ist sogar das Richtige, glaube ich. Lustig. Es ist hier alles hier und da gefroren. Und es hier gibt keine Namen oder Programme. Der Mann, der vorhin hier war, sagte, er versucht das zu bereinigen, also zu debuggen, aber ich rieche eine Ratte. Komm, Mega Man, schau mir mal, was mit der Wasserversorgungsanlage Programm los ist. Ja, mein Englisch grottig schlecht immer. Oh, man rutscht hier sogar. Oh, ja, das sorgt für neue Elemente. Sony Wave, Sonic Wave, ja genau. Brauche ich nicht. Aha. Da komme ich nicht durch. Muss ich das irgendwie frieren? Ah, ich arbeite mit zwei Schwertern. Zwei Schwerter-Stil. Geschafft. Whee! Eis ist geschwind. Whee! Wölkchen. Oh, lass der Steine regnen. Ja, das sollte... Obwohl, der hat einen Schirm, der schützt ihn vielleicht. Scheiße. Naja, ein Steinchen für dich. Noch ein Steinchen. Oh, vielleicht beide. Und dann noch einen dritten links oben, bitte. Ah, schade. Eine Regenwolke, die macht mir nichts aus. Oh, ich krieg sogar Cloud. Ich krieg Cloud. Oh, Final Fantasy 7 lässt grüßen. Süß. Okay. Was bringt mir der Scheiß jetzt?
Ich komme nicht weiter. Oh Mama Mia. Ah, lasse Steine regnen wieder mal. Komm schon. Oh, Stoneman ist schon epic. Man hat noch in drei, zumindest beginne ich ja, habe ich ab derzeit begonnen, hat man einen entschiedenen Vorteil. Und zwar kann man sich da einen Chip aussuchen, den man gleich am Anfang des Kampfes haben möchte. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Ist mal eine nette Alternative. Aber da haben wir den Nachteil, dass wir nach jedem Kampf nicht geheilt werden. Ja, was soll der Scheiß? Ich kann hier nichts machen, oder? Check mal aus. Geht mal weiter. Vielleicht bin ich da ein bisschen voreilig gewesen. Checken wir. Oh nein. Ich muss da rein. Hä? Kann ich auch mal rauffahren? Let's check the waterworks net. Muss ich mich da auskennen jetzt? Das ist halt ein bisschen problematisch jetzt, ne? Weil... Ich komme bei dem komischen Ding da unten nicht weiter, oder? Das Netzwerk des Wasserworks ist doch das normale Netz, oder nicht? Probieren wir es nochmal. Weil irgendeinen Sinn muss ja der Raum hier haben. Ich kann hier nicht. Ich komme nicht weiter. Hier komme ich nicht weiter, nein. Ja, lass mal Steine regnen. Das ist das Schönste, was du machen kannst. Steinchen! Bam! Steinchen! Bam! Steinchen! Ich glaube, der obere, den hat es nicht erwischt, oder? Es ist wirklich zufallsbedingt. Der Dreck. Also, wenn man Glück hat, macht man 300 Damage. Ah ja, das kriegst du ab. Und tschüss. Feuer zu Feuer. Eis zu Eis. Ah! Schräg rüber. Okay. Alles gesehen, alles verstanden. Scheißdreck. Ja. Und der ist gerade so mittig schön drauf. Oh, scheiße. Oh. Scheiße. Ich habe alles versemmelt. Alles versemmelt. Na, das ist kacke dreist. Na, kommt mal her. Zack. Und zack. Schräg rutschen. Schräg rutschen. Das sagt mir keiner. Das Wasser wurde gestoppt. Ja, hier ist irgendwie alles gefroren hier, Junge. Komisch, ne? Komisch, Buddy. Oh, wir kämpfen Wasser mit Wasser. Los geht's! Ja, oder triff auch nicht. Gute Idee. Ach, wisst ihr was? Flucht ist manchmal der schnellste Weg, um weiterzuspielen. Tschüss. So, wenn ich das wüsste, ja. Schräg. Kann ich dann auch so schräg rüber? Nein. Gibt's hier noch eine Kreuzung? Ah, der Kursfurst. Alter Falter. Ich rieche eine Kombo. Haha. Advanced. Und das liegt nicht an dem Game Boy Advanced. Yeah, Set Canyon, I show you some style.
Mann, Stone Man. Gehe ich jetzt kein Risiko ein. So. Wenn der dreimal verfehlt, war's das. Da ärgere ich mich. Nach dem, glaube ich, im nächsten großen Kapitel werde ich dann das Netz mal wieder unsicher machen. Und theoretisch ein paar Mal einkaufen gehen. Wir eigentlich hier rüber. Danke. So. Jetzt, wo man es weiß, ja, kann man darauf reagieren. Aber sonst, oh, eine Welle. Eine Welle des Todes. Na, ja, machen wir den mal. Wellen. Also so Flächendamage ist geil. Die Ratte hebe ich mir noch auf. Wenn ich den mal wegkrieg, kümmert er sich drum. Dankeschön. Aqua Tower. Aber leider eher. Warte, wie viel? Habe ich 300 HP? Nice. 300 ist besser als 100. Okay, da geht's wieder zurück. Das will ich nicht. Hä? Ach. Ja, ich verrate nichts. Wer bist du? Das ist kein Wasserwerk, Navi. Es muss einer von den WWW-Leuten sein. Was machst du? Du nennst mich einen von diesen WWW-Lakaien? Was ist los, Brotoman? Da habt ihr's. Lade. Ciao, Sir. Ah, doch, ciao. Hatte ich recht. Du bist der von vorhin. Ah, du schon wieder. Du bist kein offizieller Kämpfer. Hast du dich verirrt? Schau ich verwirrt aus? Fein, aber... Ich bin ein offizieller Netbattler. Eugene Chout. Eugene, oh Gott, der Name. Irgendwie wird nur Chout genannt, verstehe ich bei Eugene. Und das ist mein Netname, Brotoman. Komm in unsere Weg und wir müssen dich auslöschen, Kid. Du kannst nicht einfach Leute löschen, die in deinen Weg kommen. Ich kann. Und ich werde das auch leicht fertig bringen. Weil ich muss meine Arbeit erledigen. Brotoman, Sir. Ich werde mich um dich später kümmern. Pass auf die Wirgenden auf, Kind. Klick. Was ist für ein Angeber? Len. Böse, also wütend zu werden, mach dich nur noch durstiger. Du hast recht, Mega Man. Gehen wir. Okay. Tja, damit Shaun und Brotoman kennengelernt. Protagonisten unseres Hauptstars Mega Man. Oh, was bist denn du? Wenn du Wasser über Eis laufen kannst, bitte schmelzen. Du kannst über das geschmolzene Wasser laufen, aber nicht über Wasser. Wenn du rau auscheckst, das Wasser wird zurückkehren. Aber das Eis wird nicht zurückkehren. Was redet ihr für einen Scheiß? Also hier komme ich mal nicht weiter. Hä? Welcher Clown bist denn du? Welcher Clown war denn das? Papi, der Clown. Und da haben wir noch einen Fisch ergalten. Fisch. Fischlein, deck dich. So, was passiert denn hier? Okay. Was passiert denn eigentlich da unten jetzt? Zeig mal. Okay. Muss ich mich auskennen hier? Die ist ausgewichen, die Bitch. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So, du nervst, dich zerstöre als nächstes, ne? Weicht das Wölkchen doch aus? Das darf nicht wahr sein. Timen wir das jetzt mal ab. Komm. Ja! Perfekt getimed! Haha!
wolkenlos heute Nacht. Gut. Was ist mit Flippy den Clown hier? Okay, stilles Wasser kann ich hier drüber gehen, hat's geheißen. Das heißt, ich kann das nutzen, um da hinten vorbeizukommen, oder? Habe ich die Stone Man! Also der taugt mir. Also das ist meine epischste Karte gerade. Stony! Bam! Stony! Bam! Stony! Bam! Alle erledigt. Tschüss! Ah, die hätte ich mir gerne reserviert auf meinen extra Platz. Naja, genau. Kann man jetzt hier herumlaufen? Hab's verstanden. Aber wo komme ich denn hier hin? Wenn das schon so schwer war, hierher zu kommen, muss ich da ja auch... Hä? Was passiert denn da hinten, wenn ich runterfliege? Machen wir mal die Welle! Recover mit 50, klar. Oh Gott. Das wird mich auch in den nächsten Parts, glaube ich, ein bisschen ärgern. Die Gegend hier. Jetzt geht der weg. Gerade wenn ich meine Ratte aktiviere, du Ratte. Snack dich doch. Ich werde mit euch, der verschwindet jetzt wieder, wenn ich schieße. Na doch nicht. Oh Gott, da. Was bist du für ein gefrorenes Wasser? Hui. Kenne ich mich noch aus? Nein, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Oh, Stone Man again. Hier entweder Escape oder Stone Man. Alles recht, alles recht. Komm, triff mal. Okay, der obere ist mal weg. Der untere nimmt Damage und wenn er jetzt noch mehr trifft, check ich mal gleich, ob der auch down ist. Ja! Man kann bis zu 300 austeilen damit! 300! So eine mächtige Karte! Gebt euch die! Ich will mein Item. Oh, Ice Punch! Ice Punch! Das ist eine B-Karte sogar, oder? Das ist eine B-Karte. Ich habe viele Bs. Ich habe sehr viele Bs. Also werde ich jetzt B-weise was opfern? Stone Man! Nein, Scherz. Escape lasse ich natürlich noch drinnen. Ich wäre dann bereit. Ah, Gutsman lasse ich auch noch drin. Was opfere ich für den Dreck jetzt? Mach das normale Schwert. So. Ah, da komme ich gleich nach hinten, gut. Das heißt, ich habe das Ganze nur gemacht für... Nein, 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 das kann nicht sein. Für den Chip? Nein! Oh nein, ich habe meine Karte. Stone Man! Ach, da kann ich mich zurücklehnen und genießen, dass er hoffentlich alle drei trifft. Die Chance ist ja hoch. Einer weg. Zwei weg. Drei weg! Bye bye, Babys. Ich glaube, diese Karte wird ewig in meinem Deck bleiben. Eigentlich overpowered, wenn man es so nimmt. Irgendwie komme ich nicht zu dem da unten, oder? Ah, komme ich vielleicht doch so. Stoneman? Sieger nebeneinander. Ja. Ja, Recover mit 50. Und du auch gleich, ne? Ja, klar. Heal den Arsch doch hoch. Da hau ich gleich in die Tasten. Das ist nur so krach. Ah, das steht gerade gut. Ja. Damit hast du nicht gut gerechnet, mein Lieber, ne? Oh, da kriegen wir Invisible 2C. So, du kannst mal das ausmachen. Dann kommen wir hier weiter mal. So.
Hätte vielleicht mit den Clown oben sprechen sollen. Und die in einer Reihe wären auch nicht schlecht. Hör! Nein! Da verschwindet er! Du nerviges Etwas! Oder? Da wischt sie noch? Natürlich nicht. Wir brauchen einen 100er Damage. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt, so wie ich will. Also die ist ja nicht kontrollierbar. Zumindest wüsste ich es noch nicht. Wie? Ah, die Welle reicht. Die Welle reicht. Tschüss. Ich glaube, ich gehe gerade komplett falsch. Ich müsste, glaube ich, zurück zum Mr. Clown da oben. Das ist schon eine Spur weiter, denke ich. Ja. Soll ich den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Hielt der? Der hielt den auch noch. So. Jetzt hast du wenigstens deine Recovery verbraten. So, ich werde bis zum... Obwohl, wenn ich schon mal hier stehe... Pfeif drauf, escapen wir. Das bringt dir nichts, der Fight. Wir gehen mal zum Clown zurück. Schauen wir noch, dass wir zum Mr. Bum Bum Bang kommen können. So, wie gesagt, ich kenne die Gegend ja nicht. Das ist ein Newland für mich. Oh, das ist gut. Das ist gut. Double Attack. So. Habe ich schon gesagt, dass ich mein Deck gerade liebe? Ich beginne es zu lieben. Zu schätzen und zu mögen. Es ist mein Deck hier. Wo renne ich da genau hin jetzt? Einmal im Kreis? Auch schlechte Wahl. Ja, friss. Nein! Da geht er daneben. Und da verwendet er Recovery wieder. So, du kriegst mal das ab. Im nächsten Zug schieße ich dann mit 80 auf dich. Oder mit 70 reicht auch. Nein! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der Gegner trollt mich. Full Troll Style. Und nicht mit mir. Ratte, ohne dir. Scheiße. Gibt's ja nicht. Frechheit. Legt sich da mit mir an. Was glaubt der, wer er ist? So. Da hätte ich nicht auch noch einen Gegenstand. Den hätte ich auch noch gern. Wie komme ich denn daran? Ah. Ich glaube, mit einem kleinen Umweg. Ich hab's, glaube ich, schon kapiert. Und tschüss. Meine Taste hört man vielleicht etwas im Hintergrund. Tut mir leid. So, und zwar glitschen wir mit dem dann mal nach vorne. Dann fallen wir da runter. Genau. Wenn wir da hochgehen, kommen wir zu dem. Na, wenigstens das funktioniert. So, eine D-Welle. Oh, F. Das kann ich nicht ver... Oh, scheiße, ich hab D verwendet. Oh, Moment. Wenn wir das so erledigen, ist der Geist gleich mit erledigt. So. Dann gehen wir zurück zum Clown. Und...
Oh, White Sword C. Wow, bin begeistert. Ja, da ich jetzt... Theoretisch geht's aber da oben weiter. Drum... Lassen wir mal den Clown kurz Clown sein. Die Welle will ich. Die perfekte Welle. Dankeschön. Na, ich glaube, da renne ich manchmal jetzt nicht zu Tode hin und her. Um zu checken, was da jetzt passt und was nicht. Okay, da komme ich wenigstens jetzt vorbei. Okay. Moment, das speichere ich mal kurz. Der Clown ist mir nicht geheuer. Ich bin ein freundliches Nachbarschaftsnavi. Es ist eine Sackgasse von hier. Tut mir leid. Ernsthaft? Oh, HP-Memory. Nein, der lügt sicher, der Kleine. Der lügt sicher. Kann mir nichts erzählen. Der Schwafler. Ja, ihr habt das schön angeordnet. Autsch. Jetzt hätte ich nochmal 40er. Ah, nein, nehmen wir den 80er und den 80er. So. Und tschüss. Das ist echt eine Sackgasse, da waren wir doch vorhin richtig. Und vertrauen wir ihm mal. Ach, der Händler ist nicht. Sieht aus, als ob sie gebrochen ist. Ach, kümmern wir uns später drum. Okay, da brauche ich wirklich neue Hände. Ist komisch, dass ein Navi hier ist. Eben denkt, das ist sicher ein Arsch. Sicher ein Lügner. In dem müssen wir sicher kämpfen. Das war eine geile. Entschuldige. Entschuldige, liebe Leute. Entschuldige, Entschuldige, das kam unerwartet. Da konnte ich nicht pausieren, die Aufnahme. Geht leider nicht immer. Oh, du kriegst noch eins in die Hackfresse. Und tschüss. Zack. Watership down. Oder Aqua Tower up. Achso, da bin ich ja schon falsch. Ja gut, dann geht's doch drüben weiter. Gut, dass ich da nochmal... Ja, aber ich komme sicher hier auch vorbei. Ich komme sicher hier wieder vorbei. Kann aber nicht erzählen, dass das nicht so ist. So, es gibt normalerweise immer nur einen Weg. Zumindest habe ich das auch von den anderen Teilen her kennengelernt. Komm schon, erledigen. Oh, fuck. So. Die Aufnahme ist schon überlang. Ich sollte mal beenden. Ich möchte aber gerne dort beenden, wo wir waren. Und zwar waren wir eh hier schon. Genau. Genau hier bei der Kreuzung. Dann werden wir das nächste Mal weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Es bleibt spannend. Moment, jetzt schau ich mal kurz in die Library. In der Library. Was die seltenen Dinger hier sind. Eispunch ist sogar 2. Okay. Ach, es gibt noch einen dritten Fisch. Ratten gibt es auch 3, bilde ich mein. Wave dann wahrscheinlich auch. X-Panel. Oh, Cloud. Invisible 1, 2. Wall, Gutsman. Numberman. Aber. Die Roll mal 10. Oh ja, das schafft er maximal nur 60. Anscheinend, aber der ist heftig. Der Stone Man. Gibt es da eine Vierer-Variante? Aber ich glaube nicht. Der war mal heftig. So, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal von Mega Man Battle Network. Ciao, ciao.